Hallo allerseits, willkommen zur 18. Lesung unserer ursprünglich angedachten Gender-Agenda. Amanda Lear, Dali, Stones, Beatles, Satan und wer da auch immer noch mitmischt. Inzwischen ist es dann eher zur satanischen Agenda geworden. Das ist eigentlich auch das, was alle Artisten miteinander irgendwo vereint. Seien es Künstler, Bildhauer oder auch Musiker. Musiker ganz speziell, wir haben ja schon herausgefunden, dass es etwas mit der Bibel zu tun hat, mit dem Buch von Hesekiel 28,13. Und wer würde da besser seinen Kommentar zu geben können als der Betreiber der Webseite Joggler, Stunde der Wahrheit. Daher begrüße ich hier meinen lieben Bruder und Freund Jörg. Ja, moin moin. Danke Michael für die Einladung. Und wo du das jetzt gerade eben gesagt hast mit den Schauspielern und so, ne? Da muss ich jetzt mal eben noch mal ein Buch aufmachen, wo wir im Augenblick noch drin lesen und muss so ganz unvorbereitet mal eben sagen, ich muss was suchen. Und zwar nach dem Wort Schauspieler, weil da haben wir gerade drin gelesen, letzte Woche oder die Woche davor. Und das finde ich so super passend zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Das ist in Temerifica, da ist es nicht drin. Nee, es war im nächsten Kapitel, das wir gelesen hatten. Hier. Amerikanisches Graffiti. Das ist das Kapitel an Herrscher des Bösen, das wir gerade lesen. Und da stehen hier Schauspieler drin, weil, hört euch mal den Satz an, Tertullian, ja, das ist also einer der sogenannten ersten Kirchenväter, ja, nennt niemand deinen Vater außer dem, der im Himmel ist, wissen wir. Aber dieser Tertullian, der wies die Diener Gottes an, jede Form von Bildern, also Götzenanbetung, zu vermeiden. Selbst die weltliche Kunst. Wie Bevan betonte, das ist wohl ein Historiker, stellten Christen des 1. und 2. Jahrhunderts tatsächlich Bilder und bildnisherstellende Künstler in eine Ecke mit Huren, Betrunkenen, Bordellwärtern und Schauspielern. So, das konnte ich mir jetzt nicht nehmen, zum Anfang der Sendung mal zu bringen, Michael. Herrscher des Bösen, passt fast überall zu allen Sendungen und ich erteile dir gerne das Wort wieder. Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Heute sind wir bei der Folge 18 angelangt und das ist jetzt nicht nur die Folge 18, sondern auch die nächste Folge unserer Pink Floyd, die Legende von Pink Floyd und Lucifer. Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, sind wir jetzt schon bei der 5. Ausgabe von Pink Floyd. Und nachdem es in den letzten 2 Ausgaben um Hypnosis und Hypnosis ging und es alles doch ziemlich trocken war, wie mir berichtet wurde, habe ich mich heute bemüht, das Ganze mal wieder so richtig alles schön so bunt hier zu machen und auch mit Videos zu garnieren, sodass ihr alles da mal zusammen etwas leicht verdaulichere Kost habt. Und deswegen gehen wir jetzt wieder zu Pink Floyd und wir sind immer noch bei The Dark Side of the Moon. Und ich weiß, ich habe mich da letztens verhaspelt, es ist nicht von 1974, sondern von 1973. Aber die inhaltliche Aussage ist halt korrekt, dass dieses Album The Dark Side of the Moon halt einen ganz anderen Hintergrund hat. Und da kommen wir jetzt genau ohne weitere Verzögerung eben zu. Wir sehen jetzt da so eine lustige Pyramide, wo wir ja schon wissen, dass es ein Freimaurersymbol ist, hat zu tun mit der unbiblischen Hierarchiepyramide, dass halt ganz oben derjenige steht, der alles weiß oder zumindest alles wissen will und dann halt unten drunter die Leute sitzen oder stehen und die da halt einfach nur Diener sind, Sklaven sind und die halt einfach ganz wenig wissen und dafür umso mehr arbeiten müssen. Es hat sich also irgendwie in den ganzen tausenden Jahren hier auf der Welt nicht wirklich geändert. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, ihr seht jetzt hier auf diesem Bild diesen Herzschlag. Da drauf steht, warum Pink Floyd, ne? Warum eben diese Pyramide, warum diesen Regenbogen und warum überhaupt dieser Herzschlag? Nun, wir haben ja letztens schon darüber gesprochen, dass meine Hypothese, also meine Arbeitshypothese ist, dass es sich alles komplett umgekehrt verhält, weil ja Satan selber und Pink Floyd ist ja jetzt nichts Neues für irgendjemanden, der diese Lesung verfolgt, sind eben Anhänger des Luziferianismus. Das heißt, die verehren Luzifer und sehen ihn also als Lichtträger an, wie Prometheus. Die sehen ihn also als ganz, ganz, ganz weisen Menschen, als Überbringer des Lichts und der Weisheit an. So, und da sie dieses tun, haben sie natürlich jetzt hier so ein paar Sachen reingebaut, die jetzt die Nicht-Eingeweihten halt überlesen, übersehen werden. Aber das macht nichts. Dafür sind wir ja nur heute Abend hier, um jetzt mal die Sache von der anderen Seite zu beleuchten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe mir da was vorbereitet.
Und zwar ist es ja nun mal halt so, egal auf welcher Position man jetzt steht, ob das Licht von links in die Pyramide rein und rechts wieder rausgeht oder von rechts rein und links wieder rausgeht, es macht ja im Prinzip immer dieselbe Aussage. Die Aussage ist, alles geht erstmal durch diese Pyramide durch. Das heißt, diese Pyramide hat ja selber irgendwo jetzt so eine zentrale Funktion in diesem Album. Nicht nur, weil sie keinen Mond darstellt, sondern weil sie auch ein Symbol ist, das letzten Endes für eine gewisse Hierarchie steht, auch für die Herrschaft der Herrschenden. Und eben nicht eine Herrschaft eines Königs, denn da gibt es eben kein normales, gesundes Königreich auf dieser Welt. Denn Jesus Christus hat ja bei seiner Verhaftung gesagt, steckt das Schwert in die Scheide, mein Reich ist nicht von dieser Welt, wäre es von dieser Welt. Meine Leute würden kommen und für mich kämpfen, aber nun ist mein Reich nicht von hier. So, das heißt, alle sogenannten Königreiche dieser Welt sind sowieso nicht biblisch oder nicht, wie soll man es mal sagen, eben nicht einfach, nicht christlich, ne? Weil wir Christen halt alle untereinander Brüder und Schwestern sind. Brüder und Schwester deswegen, weil für uns zwei Geschlechter gelten. Ich habe heute gelernt, dass es also jetzt schon anfängt bei den standesamtlichen Registern, dass man da jetzt schon divers angeben kann. Das ist halt einfach für mich die Frage, wer prüft das denn dann nach und wie sieht das denn dann aus? Aber na gut, es ist ein kleiner Spaß am Rand. Ich gehe jetzt direkt zum Thema, damit es nicht langweilig wird für euch. So, das heißt, wir sehen hier diese Pyramide und wir sehen unterhalb dieser Pyramide gibt es einen Spruch und der heißt Inside the Dark Side, also in der dunklen Seite, als Insider. Inside deswegen, weil im Inlet dieses Covers, dieser Pyramide von Pink Floyd, eben noch mehrere Zeichnungen sind. Ich habe mir dafür mal etwas vorbereitet. Und zwar habe ich mir zum einen die Sachen aus dem Internet ausgedruckt, zum anderen liegt jetzt mir persönlich hier genau in meinen Händen gerade die CD vor von The Dark Side of the Moon. Und da stehen also tatsächlich innen drin ganz komische Dinge drin, die eben mit dem Mond wiederum nichts zu tun haben. Und eins dieser Inlets ist halt das, was ihr da unten drunter seht. Und wir sehen, was sehen wir denn da? Nun, wir sehen wieder ein paar Pyramiden von allen möglichen Seiten. Wir sehen eine grüne Palme und wir sehen halt die Schriftzüge oder die Lettern, sozusagen die Buchstaben von Pink Floyd. So weit, so gut. Es dreht sich also schon wieder nicht um den Mond, es dreht sich immer noch um Pyramiden. Setzt sich also dann auch fort im Inneren. Und da diese Pyramiden halt sandfarbig sind, oder manche, die besser sich mit Kunst auskennen als ich, würden sagen, vielleicht Ockerfarben oder so, hat das eben wohl mit der Wüste zu tun. Also es gibt auch sogar Pyramiden auf dieser Erde unter Wasser. Es gibt also eigentlich so in jeder Kultur solche Bauwerke. Aber uns wird halt immer erzählt, also die größten und tollsten und schönsten und überhaupt Pyramiden stehen in Gizeh in Ägypten, und das wäre also eins der sieben Weltwunder. Das ist alleine schon eine Blasphemie aus einem ganz einfachen Grunde, weil jedes Lebewesen draußen schon ein Wunder ist und nicht nur ein Wunder der Natur, sondern ein Wunder Gottes. Denn es gibt ganz viele Sachen, da verweise ich jetzt mal an die Evolutionsserie von Maximilian zusammen mit dem Jörg, wo es darum geht, die Evolution halt mal auf den Zahn zu fühlen sozusagen und dann zu schauen, dass mit der Evolutionstheorie eben auch nur eine Theorie gemeint sein kann, weil sie im Praktischen überhaupt keine Beweise liefert und nicht tragfähig ist. Entschuldigung. So, das heißt, wir haben jetzt bei den sieben Weltwundern, bei den Pyramiden, schon einen absoluten Widerspruch, denn das sind eben keine Wunder, das sind von Menschen gemachte Bauwerke. Ja, ob du jetzt die hängenden Gärten von Babylon nimmst oder den Tempel der Artemis und diese ganzen sieben anderen Weltwunder. Die Pyramiden sind heute noch sichtbar und die Pyramiden sind insofern keine Wunder, denn sie sind halt einfach durch Materie entstanden. Ein Wunder ist es für mich dann, wenn irgendetwas aus Geist entsteht, dass ein Mensch das nicht schöpfen kann. Dann ist es für mich ein Wunder. Aber alles andere sind für mich Bauwerke. Sind ein Haufen von Steinen, ein Haufen von Zement, ein Haufen von irgendetwas, aber eben kein Wunder. So viel dazu. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seht Pyramide, 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 Pyramide. Es hört gar nicht auf. Wenn ich mal weiter unten drunter scrolle, dann habe ich diese Pyramide noch in anderen Farben. Dann habe ich sie in so einem komischen Grün, als wenn es so quasi wie nördlich wäre. Ist wahrscheinlich nur ein Farbfilter. Und da unten drunter habe ich sie auch in Blau. Das ist ja immer ganz toll. Das kann ich bestätigen. Ich habe ja das Cover der CD vor mir liegen und genau das steht da auch drauf. Nun, jetzt ist es so, dass hier auf dieser Seite, wo ich es runtergeladen habe, eben drin steht, dass eben diese kolorierten Landschaften der ägyptischen Pyramiden, jetzt, ich kriege also da schon einen Beweis geliefert, es handelt sich tatsächlich um die drei Pyramiden in Gizeh, da eben auch ins Inlet geschafft haben. Warum ist das so? Nun, die Pyramiden von Gizeh,
Da gibt es ja ganz, ganz viele Märchen drüber, so von wegen, ja, die sind dann so mal erschaffen worden und man weiß nicht wie und man weiß nicht, wofür sie stehen und es sind Grabmäler drin und das gibt halt Elektrizität, ist die neueste Theorie, die da kommt. Für mich hat das Ding einen ganz, ganz anderen Hintergrund und das ist mir jetzt allerdings zu lange, dann würden wir wieder 30 Pink Floyd Sachen machen, aber es ist die Reminiszenz an die ägyptische Trinität. Das heißt, die ägyptische Trinität seht ihr beispielsweise im Logo der Jesuiten, IHS, schreibt sich dann Isis, das ist die Frau, die Mutter. Ja, Horus, das ist der Sohn, da kommt auch lateinisch Hora Stunde zum Beispiel her, Horus. Und dann Set, S-E-T. Okay, so, diese drei. Und diesen drei hat man damit ein Denkmal gesetzt. Das geht noch jetzt viel, viel weiter und viel, viel tiefer. Aber nur damit ihr seht, es dreht sich alles bei diesem Album um Pink Floyd, um die ägyptische Mythologie. Okay? Denn diese drei Götter hat es, ist jetzt kein großes Geheimnis, nie gegeben. Es ist genau dieselbe Soße wie die griechischen Götter, wie die römischen Götter und was weiß ich. Und die 1 Million hinduistischen Götter, alles Fabelwesen, alles Dinge, die eben nicht existent sind. Die Existenz von Jesu Christi auf dieser Welt ist durch die 4 Evangelien bewiesen, durch ganz viele andere Dokumente auch. Ja, das ist ein ganz, ganz eklatanter, extremst wichtiger Unterschied. Ja, uns kann man alles Mögliche erzählen, aber es gibt keine beglaubigten Kopien, es gibt keine beglaubigten Augenzeugenberichten, dass also jemals ein Horus irgendwo in Ägypten langgelaufen wäre. Okay? So, also zu Deutsch, braucht bitte nur einfach merken, das hat wiederum ist ein religiöses Symbol, diese Pyramiden. Das heißt, Pink Floyd hat sich auf die Fahne gesteckt, quasi Werbung für ägyptische Mythologie zu machen. Warum machen die das? Ich komme später darauf zurück. Ihr werdet auch dieses noch bei Alan Parsons Project, was wir in einer späteren Sendung machen, dann auch noch sehen. Okay, bis jetzt nur dazu, das Frontcover setzt sich also nahtlos im Inlet fort. Das heißt, das Thema ist immer nur Pyramiden, Pyramiden, Pyramiden und hat immer noch mit Mond nichts zu tun, außer dass das letzte Foto vielleicht irgendwie bei Nacht aufgenommen ist. Aber das ist, finde ich, jetzt ein bisschen mager. So, als nächstes Bild haben wir jetzt hier Pink Floyd als Musiker, natürlich unter Bühnenlicht, ne, eine schöne Lucifer-Allegorie, wenn man halt nachts dann so Scheinwerfer von oben hat, alles ganz dufte, alles ganz super. Da macht man dann die Nacht zum Tag, wo die Leute eigentlich schlafen wollen. Nö, sagt sich Pink Floyd, machen wir nicht. Wir verdienen halt unser Geld nachts, wir verdienen unser Geld halt einfach mit unserer Kunstform sozusagen und da ist ja eben alles erlaubt. Und das Schöne ist jetzt, diesmal habe ich bei der Lesung eben nicht diesen trockenen Text und diese trockenen Geschichten, sondern diesmal habe ich also richtig eine Herausforderung für den Jörg, dass der mal auf die Tasten haut und uns und euch vor allen Dingen jetzt mal ein Video präsentiert und zwar von Time. Da habt ihr nämlich beispielsweise auch mal direkt die Allegorie zu den Symbolen des Albums The Dark Side of the Moon dabei, denn Time ist nun mal halt einfach auch das Stück Nummer 3 auf dem Album. Bitte, Jörg. Taking away the moments that make up a dull day. Für mich klang es wie ein sehr zorniger Song, schon immer, richtig zornig. Okay, das ist prima so, vielen Dank. Ihr habt gesehen, am Anfang ist direkt dieser Herzschlag da und ich bin so, so froh, dass der Jörg jetzt einfach nur mal eine Seite runterscrollen muss und schon habe ich endlich mal dieses Inlet-Bild von der originalen LP gefunden, so wie es mir jetzt im Internet drüber gebracht wird. Und da sehe ich also das Frontcover, das wir ja schon alle kennen. Und ich sehe rechts dieses Inlet mit diesem sogenannten Herzschlag, was also quasi so eine eckige Sinuskurve ist. Ne? So ein, ja, halt einfach so ein fast zum Blitzsymbol. Ne? Also das soll diesen Herzschlag, der mit dem das Anfangsstück beginnt vom Album, Speak to Me, also sprich zu mir, und das Endstück mit endet, Eclipse, also Finsternis. So, und damit endet und der Anfang und der Ende ist einfach der Herzschlag. Ist doch bei dem Menschen genauso. Wenn ich geboren werde, der erste Punkt, habe ich letztens schon gesagt, wo man halt einfach einen Menschen drauf sozusagen kreuzigt oder Menschen, die Geburt drauf festlegt, ist der erste Atemzug und damit auch der erste Herzschlag. Das ist da, wo das Leben beginnt.
Ja, denn Blut ist Leben. Und in dem Moment, wo das Herz anfängt zu pumpen, da ist eben Leben da. Das heißt, ein autarker Organismus, der eben nicht mehr von der Mutter abhängt. Ja? So, das heißt, wir haben jetzt da die Verbindung von dem Video Time zu dem Herzschlagsymbol im Inneren. Jetzt war bei Time wieder, wo wir gerade gesehen haben, diesen kleinen Ausschnitt, da war schon wieder diese Pyramide gezeigt worden. Ja, also das ist, dieses Symbol verfolgt uns ohne Ende. Und es ist nur eine Hypothese. Ich kann nicht beweisen. Ich weiß nicht, was in dem Kopf von den Pink Floyd-Leuten damals vorgegangen ist. Ja? Ich kann es eben nicht beweisen. Aber die Schreibrichtung im Arabischen, ja, ist eben von rechts nach links. Ich habe einfach nur bei Wikipedia eingegeben, Schreibrichtung. Wir hatten ja letztens schon darüber kurz erzählt, der Jörg und ich. Und das steht also tatsächlich so bei Wikipedia, und das muss ich dann glauben, weil es ja Wikipedia ist, aber generell ist es ja Allgemeinwissen, dass die lateinische Schrift eine waagerechte rechtsläufige Schrift ist. Also das ist das, was wir heutzutage auch schreiben. Das heißt, sie wird von links nach rechts primär geschrieben. Also in der Hauptsache heißt primär. So, die meisten semitischen Schriften, ja, Vorsicht, ne, semitisch ist eben, hat eben nichts mit dem Judenvolk zu tun. Das ist ein völlig, völlig falscher Zusammenhang. Ja, also zum Beispiel Arabisch und Hebräisch, da sind beides semitische Schriften, ja, sind waagerechte linksläufige Schriften. Das heißt, sie werden primär von rechts nach links geschrieben. Das heißt, die Texte, die in Arabisch und in Hebräisch geschrieben worden sind, egal für den Koran oder egal jetzt für die Bibel, ja, sind von rechts nach links geschrieben. So, und wenn ich von rechts nach links schreibe, dann zeichne ich auch, ist zumindest jetzt meine Schlussfolgerung oder meine Arbeitshypothese, dann kann ich auch von rechts nach links zeichnen. Denn wenn ich dann gewohnt bin, von rechts nach links zu schreiben, dann werde ich nicht von links nach rechts zeichnen, sondern werde ich genauso zeichnen, wie mir das mit der Schrift beigebracht worden ist. Wenn ihr eure Kinder beobachtet, die dann halt einfach gelernt worden sind, von links nach rechts zu schreiben, die werden auch von links nach rechts zeichnen. So, also so viel ist jetzt meine Hypothese. Denn die Pyramiden, die hier die ganze Zeit aufgeführt worden sind und abfotografiert worden sind und grafisch dargestellt worden sind, die stehen ja nun mal in Ägypten. Da beißt die Maus ja keinen Faden ab. Dort spricht man meines Wissens nach Arabisch. Okay? So. Jetzt haben wir noch ein lustiges Video. Und zwar habe ich mir da noch eins ausgesucht oder eins eben noch schnell geschnitten. Das heißt Pink Floyd Pyramidenstrahl. Ich weiß nicht, ob der Jörg das jetzt noch eben machen kann. Ich hoffe, das geht eben ganz über die Katz sozusagen. Da wollte ich es nochmal zeigen. Das heißt, da wird es eben beigebracht, dass es von links nach rechts geht. Wir könnten aber genauso gut dieses Video umgekehrt machen. Wo ist denn das Video dann, was du meinst? Das eben hatte ich ja gerade schon mal gezeigt. Ja, das war ja nur der Ausschnitt aus dem anderen Video. Das war ja nur der Ausschnitt aus dem Time-Video halt. Ne? Also bitte nicht verwirrt sein. Ich weiß, dass ich dir keine Zeit gelassen habe, das irgendwie vorzubereiten. Das war halt einfach nur, dass ich diesen Strahl nochmal zeigen wollte, dass das auch so rüberkommt im Video, als wenn das von links nach rechts läuft. Okay? Ach so, also so im Grunde nochmal hier. Genau, genau. Aber würdest du dieses Video, könntest du ja beispielsweise, schau mal, der Teufel dreht alles um. Mhm. Ja? Das heißt, würdest du dieses Video umgekehrt spielen, würde es nämlich genau dann so sein, wie ich es gerade gesagt habe. Das heißt, dann würde es genauso sein, wie es im Arabischen beispielsweise geschrieben wird. Dann würde es von rechts nach links sein. Ich sage jetzt nicht, dass es umgekehrt abspielen soll. Ich denke, die Fantasie unserer Zuschauer, Zuhörer sollte ja dafür dann halt auch angestrengt werden. Also von daher, ihr könnt euch ja gerne vorstellen, dass es dann halt umgekehrt ist. Denn das Leben fängt ja nun mal halt mit dem Herzschlag an. Ja, es hört ja nicht nur auf, sondern es fängt ja an. Also wie gesagt, es sind beide Interpretationen. Also, Entschuldigung, biblisch, das Leben fängt an mit der Empfängnis. Ne? Also, und ja. Da gibt es ja auch wunderschöne Bilder drüber, wenn dieser Blitz entsteht. Da hatten wir auch mal letztens drüber gesprochen, nicht in dieser Serie, aber in einer anderen Sache, dass das sogar schon bildlich festgelegt ist. Im Augenblick der Befruchtung der weiblichen Eizelle entsteht so ein Blitz wie das Leben. Ne? Jesus ist das Leben, ne? Er ist das Licht des Lebens, sagt er. Mhm. Wunderbar dargestellt. Also da beginnt das Leben, das autarke Leben, das autonome Leben, wie du gesagt hast, ja, das beginnt mit dem Durchschneiden der Nabelschnur bei Säugetieren, ne? Oder eben auch bei Menschen. Ne? Ja. Ja, so. Und deswegen es ist klar, dass es mit dem ersten Atemzug ist, aber dann hast du halt einen autarken Organismus. So, das ist die Sache, worauf ich hinaus wollte. Denn, und jetzt kommt's, wenn wir uns jetzt die Vorder- und die Rückseite angucken von dem Cover, das habe ich auf eine Seite gepackt, ja, so sieht es nämlich jetzt komplett aus. Es ist nicht verkehrt rum. Das heißt, die Rückseite vom Cover, da ist die Pyramide komplett auf den Kopf gestellt, dann geht eben der Regenbogen von links nach rechts raus.
Ihr seht an dem Aufkleber und an dem Etikett, oben rechts und unten rechts, ja, da seht ihr, dass ich das nicht falsch rum gemacht habe, sondern dass es tatsächlich die Rückseite von der LP bzw. von der CD ist. Das heißt, wir haben jetzt beide Aussagen auf dem Cover, sowohl von der CD als auch von der LP. Jetzt ist nämlich die Frage, welche Seite ist jetzt richtig? Und das ist die Sache, die ich vor einer Woche mir noch gar nicht aufgefallen ist, die ich mir jetzt rauskopiert habe und wo ich mir meine CD geschnappt habe und gedacht habe, ach, guck mal hier, sehr interessant. So, jetzt haben wir nämlich beides. Und ich sage jetzt nicht, nein, das ist da jetzt rechts kein Hexenwesen, darum geht es gar nicht. Es geht um den Punkt, dass ich sage, guck mal hier, die haben sich doch da was bei gedacht. Ja, die haben sich doch da was bei gedacht. Was haben sie sich denn dabei gedacht? Nur um einfach umzudrehen, um zu wissen, aha, das ist die vorne Seite, das ist die Rückseite. Hätte man sich aber auch einfacher machen können. Ne? Also die Frage ist jetzt, was haben sie sich denn dabei gedacht? Und da brauche ich nicht viel zu rätselraten, denn da habe ich schon wieder die nächste Seite und das nächste Bild. Einer der ersten Entwürfe des Covers sieht nämlich genau so aus. Woran erinnert uns das denn? Ja. Und dann gibt es noch diesen Ausspruch, der da heißt, es gibt beim Mond keine dunkle Seite. Tatsächlich ist er ganz dunkel, ja, von Jerry Driscoll, den wir letztens hatten, der ja auch völlig hanebüchen ist, denn jedes Dreijährige weiß, wie der Mond aussieht, wenn er strahlt und wie der Vollmond ist. Der sieht einfach dann ganz dufteprall, rund und weiß hell leuchtend aus. Ja, und ganz dunkel ist er nicht. Und das ist jetzt relativ egal, ob jetzt die Leute daran glauben, dass der nur von der Sonne angestrahlt wäre oder, wie es in der Bibel beschrieben wird, dass es das kleine Licht ist, der eben eine, wie auch immer jetzt, eine autarke, eine selbstständige, eine eigenständige Lichtquelle ist. So, aber so sah das Cover vorher aus. Eine Pyramide nach oben und eine Pyramide nach unten. Beide Pyramiden auch noch schwarz. Ich brauche jetzt wohl keinem zu erzählen, dass eine schwarze Pyramide jetzt nicht unbedingt so das beste Symbol ist, was man sich wählen kann, wenn man jetzt von der Farbenlehre, weil nämlich schwarz alle Farben schluckt. Okay, das heißt, alle Farben, die beispielsweise auf der nach unten umgekehrten Pyramide da gezeigt werden, im Bild oben drüber, die werden dann von der schwarzen Pyramide geschluckt und es kommt nur noch ein kleiner weißer Strahl raus. Toll. Und nun, sind wir jetzt schlauer? Ja, sind wir, denn diese ganzen Symbole, die wir jetzt da haben, sprich Pyramide nach oben, Pyramide nach unten, die haben im Okkulten, also im geheimen Wissen, im versteckten Wissen, im nicht öffentlichen Wissen, eine ganz bestimmte Bedeutung. Ja, da gibt es nämlich einmal die Pyramide nach oben, das ist beispielsweise die männliche Pyramide, also männliche Energie, und einmal die Pyramide nach unten, das ist halt die logischerweise die weibliche Pyramide. Okay? Das kennt ihr ähnlich beispielsweise vom Venus- und Mars-Symbol, wo der Pfeil des Mars nach oben rechts hoch rausgeht und das Kreuz unter der Venus nach unten abstrahlt. Okay? So, und da gibt es eben die Entsprechung im Okkulten, die da heißt, wie oben, so unten. Okay? So, das heißt, damit ist gemeint, es ist gemeint. Das heißt nicht das, aber es ist gemeint. Es ist so dargestellt, als wenn es heißt, wie im Himmel, so auf Erden. Es hat nichts mit der biblischen Referenz zu tun. Es ist eine eigenständige Lehre, dass beispielsweise damit erklärt wird, dass Astrologie funktioniert, weil man damit dann die Sternbilder und Tierkreiszeichen deuten kann. Ja, wenn euch irgendjemand erzählt, ich beschäftige mich damit und ich habe da die pralle Ahnung von und ich deute dir mal dein Sternzeichen, dann könnt ihr euch direkt umdrehen und weitergehen, denn Sternzeichen gibt es nicht. Es gibt Sternbilder, das sind eine Anhäufung von Fixsternen, die gewisse Symbolik haben, wie beispielsweise der große Wagen oder der große Bär und solche ganzen Sachen oder Sternbild des Schützen, solche ganzen Sachen. Und es gibt Tierkreiszeichen, das ist der um den Lauf der Sonne in 12 gleich große Segmente eingeteilte angebliche Lauf der Sonne um die Erde. Okay? Gut. So rum geht's. So, das heißt, damit gibt's jetzt im okkulten Bereich eine ganze Menge Sachen, wo man sagen kann, ja, das kann ich deuten und das heißt dann auf der Erde das und das kann ich deuten, das heißt auf der Erde das. Das heißt, wir sind da mittendrin in allem möglichen Esoterik-Kram, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen. Das heißt, dieses Symbol, was Pink Floyd ursprünglich angedacht hat, hat er schon wieder nichts, aber auch gar nichts mit dem Mond zu tun. Das ist ja schon mal interessant. Das heißt, wenn wir jetzt gesehen hätten, dass der erste Entwurf vom Cover irgendwie so eine Kinderzeichnung gewesen wäre mit einem Mond, ein paar Sternen dabei und vielleicht noch so einen kleinen See, der schimmert und irgendwo ein verirrtes Kaninchen, hätte man sagen können, naja gut. Aber nein, schon wieder zwei Pyramiden. So, wenn ich diese beiden Pyramiden beispielsweise jetzt mal miteinander verschachtele, dann komme ich nämlich zu einem sogenannten Hexagramm. Und dieses Hexagramm hatten wir jetzt in den ganzen 18 Folgen noch nicht.
Und ich bin auch nicht besonders scharf darauf. Es geht nur einfach darum, euch mal zu zeigen, wie die ganzen Geschichten miteinander zusammenhängen. Das heißt, wir haben da rechts zum Beispiel ein Symbol eines Pentagrammes gezeichnet, das unter verschiedensten Namen kursiert im Internet, dem Mikrokosmos, Makrokosmos oder Salomons Siegel und dieses und jenes. Es gibt 1000 verschiedene Erklärungen dafür und es stimmt eigentlich keine. Es ist nämlich auch so, dass diese Pyramidenstruktur selber ein Element darstellt. Und zwar die Pyramide nach oben wird als Feuerelement bezeichnet und die Pyramide nach unten als Wasserelement. Wobei wir dann schon wieder beim männlich und weiblich wären. Ne? Die Männer, die sind halt sehr aufbrausend, lodernd, feurig halt. Ne? Und die Frauen sind halt so, ne? Denkt mal bitte an Gebärmutter und Fruchtwasser und solche ganzen Geschichten, die sind halt einfach empfänglich und da fließt halt alles rein. Ne? Also von daher haben wir da schon eine Analogie, wo wir uns auch bildlich etwas drunter vorstellen können. Und ich will jetzt auch gar nicht auf dieser Thematik rumhocken. Ich will halt einfach nur zeigen, guck mal hier, Pink Floyd ist massiv okkult. Es hat eben nichts mit Mond und mit dunkler Seite zu tun. Das einzig Dunkle ist die Farbe der Pyramide. Warum ist die Pyramide da drauf? Wenn ich jetzt eine Seite weiter scrolle, dann habe ich beispielsweise diese okkulten Elemente, Elementlehre der 4 Elemente. Da habe ich einmal, wie ich eben gesagt hatte, Feuer nach oben, dann Wasser nach unten, dann haben wir ja Air, also Luft, und dann haben wir einfach Earth, sprich Erde. Das ist jetzt immer halt Englisch, aber ich denke, da kommt ja jeder noch mit. So, und diese Geschichte ist eben in diesem sogenannten Hexagramm, was ein sechseckiger Stern ist, eben mit enthalten. Ja, so, und deswegen seht ihr jetzt ganz einfach, da gibt es mal 2 Elemente, die Pink Floyd jetzt da zeigt, einmal Feuer und Wasser. Und auch wenn diese Pyramidenelemente eben nicht ausgefüllt sind, wie in dem Beispiel des Covers oder des ersten ursprünglichen Coverentwurfes, so wir dem glauben dürfen, von Pink Floyd, ist es trotzdem klar, wenn ihr dieses Symbol schon mal gesehen habt, dann beispielsweise von einem Aufzug, wo es einmal nach oben und einmal nach unten geht, da hat man ja dieselbe Symbolik. Das ist also nichts anderes. So, aber es gibt auf dem Bild, auf dem Cover von Pink Floyd keinen Aufzug. Es gibt auch sonstige keine technische Geräte, wenn wir mal von diesem Herzschlag absehen. Das heißt, es muss irgendeine Bedeutung haben, die eventuell zu tun hat mit der ägyptischen Mythologie. Okay? So, das heißt, wenn ich jetzt mal eine Seite weitermache, ja, dann habe ich hier mal beispielsweise von unserer favoritisierten Quelle Wikipedia mir rausgesucht, was denn ein Hexagramm ist. Und jetzt kommt ganze Menge falscher Kram. Warum ist das so? Weil es eine okkulte Lehre ist. Und okkulte Lehre ist eben nicht für die Leute zugänglich und nicht für Leute gedacht, die Wikipedia nehmen. Das heißt, wir lernen jetzt eigentlich genau die Dinge, wie sie eben nicht sind. Und deswegen finde ich das eben so spannend zu sagen, guck mal hier, das gibt es ja sogar in anderen Kulturen. Also in Tibet gibt es, man kennt das auch in Asien, man kennt das eigentlich überall. Ne? So, ein Hexagramm bezeichnet eben einen 6-Stern. Im Gegensatz zum Pentagramm, Penta ist einfach 5. Ja, ist ein Hexagramm, ein sechseckiger Stern aus 2 ineinander verwobenen gleichzeitigen Dreiecken. Es war ja auf dem Cover von Pink Floyd, sind ja nicht verwoben, aber mit etwas Fantasie kann man sich ja nun mal halt vorstellen, dass es in diese Richtung geht, dass es irgendeine okkulte Bedeutung hat. Wir wissen ja jetzt schon, es kann Feuer und Wasser symbolisieren. Feuer würde ich ja noch verstehen bei Pyramiden, weil sie irgendwo in der Wüste stehen und sehr warm werden, aber Wasser ist mir jetzt nicht so unbedingt geläufig. Das heißt, wenn ich mir jetzt zwangsläufig vorstelle, dass diese beiden auf einem Cover sind und dass sich Pink Floyd sich meiner Arbeitshypothese nicht getraut hat, das als Hexagramm zu zeichnen, dann schaue ich mir doch mal an, wo dieses Hexagramm überall benutzt wird beispielsweise. Und Hexagramm ist eben jetzt eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und ich möchte da auch gar nicht lange drauf eingehen. Ich möchte es halt nur der Vollständigkeit halber sagen. Jörg. Ja, ich wollte da ganz kurz etwas zu sagen. Das Cover von Pink Floyd war ja auf der Vorderseite eine aufrechte und auf der Rückseite eine nach unten gerichtete Pyramide. Man kann ja durch den Mond auch durchschauen. Ja? Mhm. Wenn ich also jetzt durch die Vorderseite durchschaue, dann sehe ich das, was auf der Rückseite ist. Das heißt, dann ist die nach unten gezeichnete Pyramide ja von der Vorderseite sichtbar. Dann habe ich ja das Hexagramm auf dem Cover von Pink Floyd. Ich müsste nur durchschauen können. Ist aber die dunkle Seite des Mondes. Kann ich nicht durchschauen, haben sie ja so gemacht. Ich glaube, das ist eine sehr okkulte Botschaft, die sie da mitliefern, weil schlussendlich ist es ja nur, dass sie das Hexagramm zeichnen, nur dass sie es auf Vorder- und Rückseite machen. Man muss nur so schlau sein, die beiden übereinander legen und dann sieht man das Hexagramm. Ja, genau. Und das sieht man eben, the Dark Side of the Moon, das hat dann mit dem Mond zu tun. Wenn ich durch diesen Mond durchschauen kann, dann kann ich eben auch das Hexagramm darin erkennen, was sie da reinmachen. Du kannst auch den Titel. Genau, supi. Du kannst auch genauso gut dann sagen, dass der Titel des Albums das bedeutet, die dunkle Seite des Mondes, ja, zu Deutsch das, was ihr nicht wissen und sehen dürft. Ja. Ja, denn
Denn Pink Floyd selber behauptet ja auf ihrem Cover bzw. im Songtext schon, dass der wäre komplett dunkel. Also das, was die machen, das, was die verherrlichen, das, was die preisen oder anbeten, ja, das dürft ihr gar nicht wissen. Das ist geheim. Das ist okkult. Das ist eben Darkseid. Ja, das ist eben für euch nicht sichtbar, was wir machen. Ja, wir veräppeln euch aber. Wir machen da so ein paar Sachen da drauf, so mit Herzschlag und Regenbogen. Alles sieht ganz toll aus und angeblich hat das alles keine Bedeutung. Und das, dem ist nicht so. Wir wissen ja, wer dieses Cover gestylt hat. Hypnosis. Das heißt, es hat also eine, auf jeden Fall eine gnostische Bedeutung. So, und dieser Sechsstern, ja, der wird halt einfach so gezeichnet, dass beide übereinander gesetzt werden oder halt einer ineinander übergeht. Dieser Sechsstern hat eine ganz, ganz, ganz gemeine Bedeutung. Und ich musste mir die mal aufschreiben, damit ich die gleich vergesse, weil für mich ist das jetzt mittlerweile schon so geläufig, dass ich manchmal so die offensichtlichen Dinge vergesse. Also, erstmal die falschen Sachen. Der Davidstern in der Flagge Israels, ja, da kann man eigentlich nur hüsteln. Das ist kein Davidstern. Es gibt insofern keinen Davidstern. Das ist ein gemachtes Symbol, damit man dann halt auch sehen kann, guck mal hier, ihr seid das gebrannt, also ist jetzt meine Interpretationsebene, ihr seid ein gebrandmarktes Volk. Ja, ihr seid ein gebrandmarktes Volk. Jeder wird jetzt, viele werden jetzt sagen, was erzählt er denn da? Komme ich gleich drauf. Es gibt eben diesen Davidstern nicht. Es gab damals im sogenannten Dritten Reich diesen sogenannten Judenstern, um die Juden zu klassifizieren. Das lasse ich dann gerade als Erklärung vielleicht noch gelten, um jemanden zu brandmarken. Und da haben wir doch schon wieder dieselbe Symbolik, dass man sagt, guck mal hier, der gehört zu euch, ja, den könnt ihr haben, den wollen wir nicht. Ja, damit seid ihr als aussätzig oder als überflüssig, wie auch immer, gebrandmarkt. Ja, war es nicht das Wort, das ist wie ein Brandzeichen beim Vieh. Wir sehen aber, der ist nicht nur in der Flagge von Israel da, der eigentlich da gar nichts drin zu suchen hat, weil Israel nämlich ein ganz anderes Symbol hätte, ja, sondern der ist sogar an einer Kirche dran. Das sehen wir deswegen, weil da eben so eine Kirchenfensterform ist, die spezifisch immer an römisch-katholischen Kirchen und natürlich auch an evangelischen zu finden ist. Und an der rechten Seite sehen wir dann auch noch ein Bild eines angeblichen Jesus in einem Sechsstern. Also viel mehr daneben kann man eigentlich nicht mehr sein, weil eben das als Symbolik immer ein Verstoß gegen das zweite Gebot ist, du sollst dir kein Bildnis machen und auch nicht anbeten. So, und jetzt ist halt einfach die Geschichte, dass es sogar ein Hexagramme gibt an der Friedenskirche in Leipzig. Na, da gucken wir uns dann doch das mal an. Also, unten drunter habe ich geschrieben mal die Sachen, die jetzt hier bei Wikipedia aufscheinen. Heiligenbild in der St. Nikolaukirche in Kruševo, Nordmazedonien. Jesus in einem Sechsstern. Ja, hat der Michael hintergeschrieben, falsche Lehre, weil Jesus war nie in einem Sechsstern, da steht nichts in der Bibel drin. Und Sechsstern ist also auch eine ganz, ganz böse Geschichte. Und das ist nicht nur ein Symbol für den Sheriff auf dieser Welt, natürlich in Silbern, silberner Stern. Mhm. So, und dann ist es ein gnostisches Symbol, oho, guck mal hier, dass die Vereinigung Christi und der Sophia, das heißt die Vergöttlichung des Menschen, symbolisiert. Sophia, da war doch mal was mit Philosophie. Mhm. So, das heißt, das ist dann halt wirklich das, was die Bibel sagt, halt der Sauerteig da drin, der wird also versucht, quasi Christus auf die menschliche Ebene zu kolportieren und dann daraus eine philosophische Lehre quasi zu machen. Und ich kann da also nur vorwarnen, es gibt ganz, ganz viele falsche Evangelien beispielsweise, die eben genau das kolportieren, beispielsweise das Thomas-Evangelium, wo Jesus halt Dinge zugeschrieben werden, die höchst Kopfschütteln auslösen können für die Leute, die wahre Bibel kennen. Also es sind ganz, ganz viele gefälschte Dinge im Umlauf, die speziell aus Ägypten kommen. Ja, aus Alexandria kam damals der korrupte Strom der Bibeln, die ganz, ganz früh und ganz, ganz schnell geschrieben worden sind und wo die Göttlichkeit Jesu Christi im Prinzip geleugnet wird. Die ist da halt einfach, wenn man da so will, kastriert. Ja, und diese ganze Geschichte jetzt hier mit dem Sechsstern und Jesus und Sophia, ja, das ist alles, das sind diese sogenannten Nakamadi-Schriften, wo eben auch Thomas-Evangelium und solche ganzen Sachen da rauskommen, die in gnostischen und luziferianischen Kreisen extremst beliebt sind, weil da natürlich dann Jesus als normaler Mensch mit seinen Fehlern oder am besten noch mit der angeblichen Versuchung Maria Magdalenas beschrieben wird. Das heißt, man versucht halt, wenn man den anderen und damit den Sohn Gottes, Gott im Fleisch, wenn man den erniedrigt, ja, dann erhöht man sich selber. Dann ist man selber nachher als Mensch genauso wichtig. Und genau da liegt die Falle drin, wo die Schlange in dem Paradies mir zu Eva gesagt hat, ihr werdet sicherlich nicht sterben, ihr werdet zwischen Gut und Böse unterscheiden können, ihr werdet sein wie Gott. Und das ist genau die Falle, die hier immer mit Luzifer, dem Lichtbringer, angebracht wird, ne?
Und das ist eben, Sophia ist jetzt hier in der gnostischen Lehre eine Untergottheit und ach, das ist, da gibt es diese Achonten und es ist alles nur Müll. Also ich habe da jetzt wirklich keine Lust zu, weil wir halten uns da nur noch wieder mit Lügen auf. Und es geht ja darum, mal die Wahrheit auch zu sagen. So, dann gibt es ein zentrales Symbol in den Tantras, dem tantrischen Hinduismus und Buddhismus. Warum ist das so? Nun, die Vereinigung von männlich und weiblich ist nun mal halt einfach, dass wenn die beiden ein Fleisch werden, wie die Bibel sagt. Und dazu ist natürlich dieses Hexagramm ein Sexualsymbol, weil es die Vermischung von männlicher und weiblicher Energie stilisiert. Ganz klar. Ne? Männlich auf weiblich, weiblich auf männlich, beides ergibt dann ein neues Symbol und damit eine Frucht, wenn wir so wollen. Ja, das ist dann letzten Endes dann eben die Vereinigung da zwischen männlich und weiblich, zwischen Feuer und Wasser. Wie auch immer ihr das darstellen wollt, ist auf jeden Fall ein Symbol, was in Tantra, das heißt, das ist so eine, ja, so eine Art sexuelle Position für Leute, die nie zufrieden sind, mal ganz salopp gesprochen, dass da eben praktiziert wird, das ist ein, wenn wir so wollen, ein Symbol, ein magisches Symbol, das ist also ein Symbol, was von der dunklen Seite gebraucht wird, okay? So, dann ist es angeblich ein Schutzsymbol gegen Dämonen und Feuer. Wie kann das sein, wenn die aufrechte Pyramide direkt schon Feuer symbolisiert und die unten stehende dann halt Wasser symbolisiert? Es ist so ein Scheiß, der auf Wikipedia da steht. Leute, die wirklich wissen, wie die Sachen laufen. Ich muss das nur lesen, weil es hier in die Lesung passt. Aber glaubt mir, also ich könnte da echt den Computer dann teilweise echt ausschalten, weil ich da nur noch am Heulen bin, wie viel Lüge erzählt wird. Ja, dann es gibt kein Schutzsymbol gegen Dämonen und Feuer. Es gibt keine Schutzsymbole. Punkt aus. Es gibt gegen geistige Wesen keine materiellen Schutz. Das gibt es nicht. Es kann es nicht geben. Ein Geist kann überall hin. Der Geist erschafft Materie, nicht umgekehrt. Die Materie zaubert den Geist nicht weg. Es ist wie immer in der Welt, es ist wieder komplett genau umgekehrt. Am Anfang sprach Gott und es werde Licht und es ward Licht und er sprach. Und Gott ist ein Geistwesen, das heißt, er hat halt einfach da alles erschaffen. Ein Geistwesen hat alles erschaffen. Ein intelligentes Wesen, meinetwegen einigt euch auf eine Intelligenz, ist ja jetzt auch egal in dem Sinne zum Verständnis. Es ist nicht egal, wenn man das biblische Verständnis haben will, dann sollte man ganz genau wissen, wer Gott und wer Jesus Christus ist. Aber es ist so, es muss ein intelligentes Design da gewesen sein, es muss einen Schöpfer geben. Wie der aussieht, ist irrelevant. Zweites Gebot, macht euch kein Bildnis. Ihr könnt das nicht fassen. Ein mehrdimensionales Wesen können wir mit unserem begrenzten Verstand nicht einsehen, können wir nicht begreifen, es ist nicht möglich. Alle Versuche, um das zu machen, die stellen versuchen dann wieder Gott oder Jesus Christus als Sohn Gottes wiederum auf die Stufe eines Menschen zu bringen. Dann gibt es dann wieder die sogenannten Gottesbeweise und ach, das ist alles wiederum Luziferianismus. Ich habe da genug mit diesen Leuten zu tun gehabt. Ich weiß da wirklich, mit wem ich da zu tun habe. So, also dann Symbol in der Nationalflagge von Israel als Davidstern. Nochmal, Schutzsymbol gegen Geist ist einfach nur ein höher gestellter Geist und damit der Heilige Geist. Das ist nämlich der einzige Heilige Geist. Und der ist hier auf der Erde durch Jesus Christus als Tröster ordiniert. Und der ist derjenige, der dafür da ist, um eben Dämonen von euch fernzuhalten, wenn ihr fest im Glauben an Jesus Christus als Erlöser, als Sohn Gottes steht. Das ist der einzige Schutz, den man haben kann gegen andere böse Geister. Und nicht irgendein Symbol, ein Amulett oder ein Trank oder irgendetwas. Kriege ich jedes Mal die Krise, wenn ich sowas lese. Jörg? Eine meiner Favoritenstellen aus der Bibel sagt ganz deutlich, was die Waffe oder besser gesagt die Waffenrüstung ist, die wir gegen die Dämonen anziehen sollen. Und ich kann nicht umhin, es mal eben vorzulesen. Es steht im Neuen Testament, im Buch der Epheser, im Kapitel Nummer 6, in den Versen 10 bis 18. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Jetzt werden 7 Waffen aufgezählt und ihr könnt ja mal mitzählen, wie viele materielle Waffen dabei sind. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit,
die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit mit allem Gebet und flehendem Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Also ich zähle hier 7 geistige Waffen, keine einzige materielle. Und von daher hat Michael vollkommen recht, wenn er sagt, es gibt kein Symbol in dieser materiellen Welt, das einen Dämonen auch nur auf irgendeine Weise beeinflusst, bekehrt oder was auch immer. So viel zu Filmen wie The Exorcist, ja, wo mit dem Kreuz gegen den Dämonen vorgegangen wird. Nein, Beelzebub kann Beelzebub nicht austreiben. Ja? Über den Film, wie habe ich ihn gerade eben genannt? Jetzt komme ich nicht mehr. Der Exorzist. Ja, ja. Über den Film hat die ganze Welt sich kaputt gelacht, die eingeweiht ist, dass die Leute so leichtgläubig sind und sowas glauben. Ja, ja, jetzt rede ich mal kurz, du kannst gleich übernehmen, aber die römisch-katholische Kirche kann keine Teufel austreiben, weil sie ist selbst die Teufelskirche. Das heißt, alles, was sie da macht, ist nur Theater. Der Einzige, der jemals nachgewiesen Teufel ausgetrieben hat, das war Jesus Christus und später seine Apostel im Buch der Apostelgeschichte, aber hauptsächlich Jesus Christus. Ja? Erinnert euch mal, als er da auf diese Insel ging und da diesen Besessenen angegriffen hat und die ganzen Dämonen aus ihm ausgetrieben, in die Schweine getrieben und ins Wasser getrieben hat. Das war eine bewiesene Teufelsaustreibung, weil nur Jesus Christus kann einen Dämon austreiben. Das heißt, wenn ich meine Bibel hochhalte gegen einen Dämon, dann richtet das auch nicht viel aus, wenn ich an diese Bibel nicht glaube, wenn ich nicht das, was in der Bibel steht, benutze. Nur die materielle Bibel hochhalten hilft mir auch nicht. Ja, aber in das Glauben, was in der Bibel geschrieben steht und das erwähnen und im Namen Jesu Christi den Teufel austreiben, das geht. Das können wir sogar heute machen. Aber nicht wie in dem Film Der Exorzist beschrieben ist und nicht mit irgendwelchen materiellen Waffen oder mit irgendwelchen materiellen Symbolen, genau wie Michael das vollkommen richtig gesagt hat. Deswegen Kapitel 6 des Buches Epheser, Verse 10 bis 18, haltet euch das immer deutlich vor Augen in der Hinsicht. Es gibt keine bessere Stelle in der Bibel, die diesen ganzen Humbug auf dieser Welt ganz deutlich entlarvt. So, Bruder, und jetzt darfst du wieder. Das ist meine Sendung hier. Im Prinzip ist es so, die Apostel haben auch keine Dämonen ausgetrieben, denn Dämonen austreiben kann nur ein Geist. Das heißt, sie können es nur als Stellvertreter. Ja, das heißt, Jesus Christus und der Heilige Geist, das sind diejenigen, die Geistwesen befehlen. Das ist der Punkt. Das heißt, ihr könnt keinen Guru haben, ihr könnt niemanden haben, der dann zu euch kommt und sagt, ja, wir befehlen jetzt den Geistern. Nein, es funktioniert nicht, weil es wieder auf einer materiellen Ebene ist. Ja, das ist zum einen. Zum zweiten ist es so, dass die, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Nur, wenn der Geist durch euch wirkt. Es ist der Geist, genau, der den Dämonen austreibt. Ihr seid nur das Medium in dem Moment. Genau. Aber um ein Medium für den Heiligen Geist sein zu können, muss ich Jesus Christus akzeptiert haben und muss ich stark im Glauben an Jesus Christus stehen, sonst funktioniert das nicht. Und deswegen ist der Film Der Exorzist und absoluter Stuss. Bitte genau, schön, jetzt hab ich es wieder gehabt auf dem Video, wo wir uns letzten Tage darüber unterhalten hatten. Ich nenne jetzt hier absichtlich nicht Ross und Reiter. Da ging es sich um ein gewisses Thema, wo wir eine komplett konträre Meinung zu haben. Und da hat dann einer geschrieben, ja, diese komischen Leute, die an die Kreation glauben und so weiter und so fort, ja, denen müsste man den Teufel mit dem Weihwasser, die scheuen die Wahrheit oder dies und jenes genau wie der Teufel das Weihwasser. Und da habe ich dann auch fast auf dem Fußboden gelegen. Wenn ihr wüsstet, dass der Teufel das Weihwasser erfunden hat, ne, also es ist so viel Murks da draußen unterwegs, das sage ich nicht, weil ich jetzt ich habe einfach die Erfahrung mit den ganzen Sachen und zwar von beiden Seiten. Und deswegen lasst euch wirklich sagen, ihr könnt mir da wirklich glauben, ich darf nicht lügen, ich darf nicht die Unwahrheit sagen, ich darf kein falsches Zeugnis ablegen. Aber Weihwasser ist eine Erfindung der römisch-katholischen Kirche, da steht nichts davon in der Bibel drin. Es gibt kein Weihwasser, es gibt auch kein Wasser, was dann auf der Stirn eines Vampires dann plötzlich die totale Säure auslöst und das Ding sich dann zerlegt als Gerippe
Oh, wenn ich mir diese ganzen Hollywood-Scheiße angucke und dann Kreuz, was er den Vampiren entgegenstreckt und Knoblauch, also da wird denn der Gestank vielleicht ein bisschen zögern lassen. Aber ansonsten, nee, nee, nee. Abgesehen davon mit den Vampiren, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Nein, das hat nichts mit der Bibel und mit Geistern zu tun. Das ist alles nur, um euch auf die falsche Fährte zu locken. Und vor allen Dingen die Geschichte mit dem Weihwasser und dem Teufel. Der Teufel selber kann in die Kirche. Der Teufel selber geht in die Kirche. Der Teufel selber ist in der Kirche. Habe ich mit 25 auch noch nicht begriffen. Und mit 25 bin ich schon aus der römischen katholischen Kirche ausgetreten. Da habe ich es auch noch nicht begriffen. Da bin ich aus anderen Gründen ausgetreten. Aber der Teufel kann in die Kirche, der Teufel kann noch an den Altar. Der lacht sich über die Unwissenheit scheckig. Das ist das Problem. Das ist nicht das Problem, die Leute nicht intelligent sind. Die Leute haben dieses Wissen nicht. Die dürfen dieses Wissen nicht haben, weil sie ansonsten eben nicht mehr diese Schafe sind, die einfach dann, oder Lemminge sind sozusagen, die einfach dann die Klippe runterspringen und sagen, ach ja, da wird schon jemand stehen. Da kommt dann die Feuerwehr mit dem Rettungsdings. Nee, dann ist keine Feuerwehr mehr da am Ende des Lebens. Das ist das Problem. Man verlässt sich immer drauf, wenn man sagt, ach ja, gut, die werden schon wissen, was sie da tun. Die haben alle studiert. Ja, haben die, aber was? Okay, bevor ich mich da weiter echauffiere. Also dann gibt es ein Zunftzeichen der Brauer und Malzer, der sogenannte Brauerstern und so weiter. Und dann gibt es ein Zeichen der Alchemie, das ist ja immer ganz klar, ja. Die Elemente, da wird ja versucht, in der Alchemie wird ja dieses krampfhaft versucht, dieses fünfte Element irgendwie, ne? Und das fünfte Element, da komme ich dann auch noch dazu. Klar, wir reden ja auch hier über Elemente, ne? Und in der Alchemie geht es ja darum, aus Dreck Gold zu formen, sozusagen, ne? Also ganz billig, da Sachen herzustellen. Man hat sich dann irgendwann, ich mache jetzt mal einen kleinen Scherz, man hat sich dann irgendwann auf Messing geeinigt, weil Messing halt günstig herzustellen ist und ähnlich aussieht wie Gold. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur ein Insiderwitz. Und dann ist es noch das Hoheitszeichen der Polizei in Trinidad und Tobago. Da muss ich dann ehrlich gesagt auch nicht, möchte ich ehrlich gesagt auch nicht wohnen. Was es aber jetzt noch ist, dieses Hexagramm, das ist ein Hexensymbol. Das ist kein Spaß. Das ist wirklich so. Ja? Und beispielsweise gibt es da in Deutschland einen bekannten Berg, der heißt Blocksberg. Ja, woher kommt euch das denn bekannt vor? Na? So, und da haben wir wieder die Geschichte, dass euch eine ganz andere Geschichte erzählt wird oder lächerlich gemacht wird, um euch auf die falsche Fährte zu locken. Also, der Blocksberg selber ist der Brocken, den kennt man doch, ne? Den Brocken im Harz, ne? Also mitten in Deutschland sozusagen. Okay? So, dieser Brocken, ich zitiere Wikipedia, ich zitiere hier keine okkulten Sachen. Wenn ich das machen würde, dann hätten wir eine ganz, ganz kleine Gemeinde von Leuten, die sagen, also du kannst mich mit allem zuschmeißen, ich kann trotzdem noch nachts schlafen, aber da ich das nicht garantieren kann und das nicht übernehmen möchte, die Verantwortung, machen wir jetzt einfach nur Wikipedia. Okay, also, Blocksberg ist heute in erster Linie eine andere Bezeichnung für den Brocken im Harz. Auch andere Erhebungen in Europa tragen oder trugen diesen Namen. Er wird fast ausschließlich in Verbindung mit Hexen, speziell Brockenhexen und der Hexenverfolgung verwendet. Der Ursprung seines Namens Blocksberg liegt in der Bedeutung des Ausdrucks Block oder Klotz für das Hexenwesen. Dort spielt er eine große Rolle. Blackeblock oder Klötzchen sind Namen von Zauberinnen. Bockhack und Hackeblock heißen Spiele, die in Beziehungen zu Hexen stehen. Okay? So, jetzt ist es so, dass eben dieser Blocksberg selber auch oder dieser Brocken, ja, genauso wie die Externsteine, grundsätzlich, ich will nicht sagen Wallfahrtsorte, da denkt man ja wieder in die römisch-katholische Kirche, aber Treffpunkte sind für Leute, die so drauf sind. Und ihr könnt mir wirklich glauben, ich kenne Hexen. Die fahren wirklich in der Sommersende, fahren die dahin. Es ist nicht so, wie es in den Filmen dargestellt wird. Aber es gibt genug Leute, die dann halt einfach so drauf sind und alles Mögliche probieren, um halt auch in diesem Leben irgendwelche Machtposition zu erreichen oder irgendwelches Wissen zu erlangen. Ja, und ich glaube, dieser Versuchung sind wir im Laufe der Zeit auf die eine oder andere Art alle mal irgendwo ja, erlegen. Ne? So. Und deswegen will ich jetzt auch nicht gar nicht weiter jetzt alles vorlesen, was hier steht, aber ich wollte es halt einfach nur mal sagen. Also Hexagramm wird also ganz oft, Nomen est omen, ja, von Hexen benutzt, weil es damit auch beispielsweise um Sexualmagie geht, um Partnerzusammenführung und all so einen ganzen Schrott, der nicht funktioniert. Der vor allen Dingen denjenigen, der es macht, auch noch belastet und derjenigen, der es in Anspruch nimmt, dann auch. Also man macht sich und andere damit unglücklich und man verbindet sich dann mit den Leuten, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben wollte und mit Geistwesen, mit denen man eigentlich besser nichts zu tun haben sollte. Okay? So, deswegen machen wir die ganze Geschichte nicht, aber nur mal so weit. Und das nächste Bild ist dann wieder ein bisschen zum Grinsen, allerdings auch zum Nachdenklich werden, ja, wo Trivia draufsteht. Die Kinderbuchfigur Bibi Blocksberg wurde nach dem Blocksberg benannt. Jetzt gucken wir uns dieses Bild doch mal an.
Und jemand, der jetzt die Lesung 4 und 5 von uns befolgt hat, sollte doch sich da irgendeine Gedanken machen. Und ich sag mal, diese rote Schleife, die sie da im Haar hat, die ist nicht umsonst rot und hat diese Form. Und diese Sterne, die ihr da funkeln seht, die sind nicht umsonst fünfzackig. Ihr werdet nur veräppelt. Und eure Kinder würden euch nicht glauben, dass es sowas wie Pentagramme und Hexen und Zauberer und Teufel gibt. Denn wenn man das alles verneint, dass es das gibt, dann ist der Glaube an Gott auch nicht mehr existent. Und das ist genau der Trick. Man macht das alles lächerlich, indem man halt jetzt wie so Harry Potter hat. Ja, Harry Potter mit dem... Welches Symbol hat ihr auf dem Kopf? Ein Blitz. Wofür steht das? Lukas 10, 18. Jesus spricht zu seinen Jüngern, ich sah Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Wenn ihr wirklich aufwachen wollt, dann müsst ihr die Bibel lesen. Dann werdet ihr die Symbole verstehen und dann versteht ihr erst, wie leicht man euch getäuscht hat, weil nämlich alle Leute denken, ach guck mal hier, weil es im Computer, im Internet, bei Google, bei Wikipedia oder beim ZDF oder wo auch immer steht, ja, das muss die Wahrheit sein. So schlaue Leute können sich nicht täuschen. Es gibt aber genug schlaue Leute, liebe Leute, die nicht die Bibel lesen. Das ist das Problem. Wenn ich diesen Baustein nicht habe, kann ich zwischen wahr und falsch nicht unterscheiden, weil ich dann denke, gut, die Mehrheit hat recht oder die studierten Leute haben recht. Und es gibt da ganz, ganz, ganz fiese Sachen von Hexagrammen. Beispielsweise im, also mit Bibi Blocksberg, wie gesagt, nur noch einmal angucken und sagen, Leute, die hat den Ausspruch gemacht, Hex, Hex. Ja? Bibi Blocksberg ist eine Kinderhexe, ihre Mutter ist eine Hexe, ihr Vater kann nichts. Das ist ein typisch deutsches Rollenbild, ja, die Männer können nichts, die Frauen sind übermächtig, ja, das habt ihr auch überall, diese ganze Rollentausch, Gender-Agenda, könnt ihr beispielsweise bei Bibi Blocksberg auch wunderbar machen, könnt ihr wunderbar sehen, der Vater ist gutmütig, geht den ganzen Tag arbeiten, kann aber nichts, also nicht zaubern, ne? Im nächsten Bild habt ihr beispielsweise ein Hexagramm mit Schwertern, ja. Also, man kann alles, normaler Mensch würde sagen, ja gut, da ist eine arme Frau, ne. Ein etwas intelligenter Mensch würde sagen, ja, die Frau sieht gar nicht übel aus und die Typen, was weiß ich, mit denen, jetzt hat er aber ein Problem, die kommt da so alleine nicht mehr raus, ne, weil da hat es jetzt wohl eine Verschwörung gegeben, aber sowas gibt es ja anscheinend nicht. Ja, also 6 Männer sind sich einig, die Frau, die wollen wir irgendwie jetzt am liebsten den Kopf kleiner machen. Ne? Nein, heißt es nicht. Ja, also es gibt so viele Dinge, die man da machen kann, es gibt so viele Elemente, die man machen kann, es gibt dann auch Hexagramme von Aleister Crowley und so weiter, das können wir morgen noch. Als nächstes Bild beispielsweise habe ich mal gemacht, hier gibt es auch ganz, ganz viele Geistheiler im Internet. Ja, die gibt es unendlich viel. Ja, das ist die Seite, die heißt hier gabegottes.ch. Ich nenne es ausnahmsweise mal Ross und Reiter. Ja? Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da viele Damen und Herren gibt, die da Lebensberatung machen. Ich habe das früher auch mal gemacht. Ja? Nur ist es so, guckt euch mal die Symbole an, die die haben. Die eine hält das Auge zu und hat einen Engel davor, die andere hat ein Pentagramm. Also, Entschuldigung bitte, aber wenn man durch gewisse gnostische Dinge eingeweiht wird, dann hat man keine Ahnung von der Bibel und dann hat man auch keine Ahnung von den Symboliken. Man glaubt das alles, weil man von einem Meister, nenne niemand keinen deinen Meister, außer den, ne, nenne niemals dein, niemanden deinen Meister, außer einen Meister, Jesus Christus, Matthäus 23, 8. So, und deswegen lasst euch da bloß nichts erzählen. Irgendjemand würde mit Engeln reden, irgendjemand würde ein Medium sein und dies und jenes. Selbst wenn sie es sind, sind das Medien von Leuten, die ihr nicht kennenlernen wollt. Ja, das kann ich euch schon versprechen. Jörg hat wieder geknackt. Ja, weil hier eine Bibelstelle kommt. Ja, da steht nämlich dann eben drin hier Gabe Gottes Punkt. Ne? Da steht dann Wissen-Hexagramm. Und bei Hexagramm sehe ich dann Pentagramm. Also da weiß der eine nicht, wovon er redet. Ne? Also irgendwie, da sehe ich auf der Seite, sehe ich jetzt erstmal kein Hexagramm. Ja, da sehe ich kein Sechseck. Da sehe ich jetzt im Augenblick, sehe ich da einen, was sehe ich denn da? Ne? Ja, was sehe ich denn da? Da sehe ich auf jeden Fall ein Pentagramm und ich sehe das allsehende Auge ganz links, ne? Oder One Seeing Eye oder Eye of Providence und ach, wie es alles heißt. Ne? Aber die Sache ist die Seite heißt gabegottes.ch. Ja, aber welchen Gottes? Der Begriff Gott ist nicht geschützt, nicht beim deutschen Patentamt, ist kein Warenmuster. Ja, Gott oder G-O-T-T oder G-O-D oder wie auch immer, ja, ist eben nicht geschützt. Da kann jeder seinen drunter verstehen oder sich zum selbigen machen. Das heißt, die Satanisten und Luziferianer, die glauben auch an Gott. Das ist die ganz große Problematik. Oder wie meine Mutter früher sagte, ja, ob Protestanten oder Katholiken, wir glauben an denselben Gott. Na, wäre ich mir nicht so sicher. Wenn man ein richtiger Protestant ist, glaubt man an einen anderen Gott als die Katholiken. Ja, und dann ist die Geschichte eben bei Satanisten und Luziferianern genau dieselbe Sache. Die haben halt auf ihren Gott. Und der heißt dann bei den einen Satan, bei den anderen Luzifer, im Gemeinen ist eigentlich immer derselbe. Und eben nicht der Gott, den wir im Sinne der Bibel als Schöpfergott
meinen. Ob er jetzt nur Jahwe heißt oder Jehova heißt oder Elohim heißt oder der ich bin, der ich bin. Aber Gott ist kein geschützter Begriff. Und deswegen welchen Gottes? Ja, und deswegen gibt es in der Bibel einen ganz, ganz schönen Vers, da wo der Jörg jetzt direkt schon wieder hellhörig geworden ist und den ich jetzt bitten würde, mal den vorzulesen, lieber Jörg. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 4, sagt Paulus zu den Korinthern: Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Ja, und da haben wir hier der Gott dieser Weltzeit. So, unser Gott hat alles erschaffen, Himmel und Erde, alle Lebewesen und auch die Zeit. Er steht über der Zeit. Also der Gott dieser Weltzeit, die Sinne verblendet hat, ja, kann nur gemeint sein, der sogenannte Gott dieser Welt, nämlich Satan. Ja, der eben das helle Licht des, der eben die Sinne verblendet, dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Jetzt haben wir nämlich zweimal Gott hier drin in dem Vers. Deswegen finde ich, sollte man den halt auch so erklären. Also der Gott dieser Weltzeit ist Satan, ja, und Gottes Ebenbild ist Jesus Christus. Ja, und der Satan ist kein Gott. Satan hat nur diesen Titel Gott dieser Weltzeit. Ich würde mir wünschen, dass der in der Schlachterbibel in Anführungsstrichen gesetzt wäre oder mit einem Fragezeichen dahinter versehen. Ich finde ihn so ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ja, das ist eine König James auch nicht. Aber ja. Der Punkt, der hier gemacht wird, oder der Punkt, der in der Bibel gemacht wird, ist im Grunde: Hör, O Israel, dein Gott, der Herr, ist ein Gott. Ja. Das ist die ganz deutliche Bezeichnung von unserem Vater im Himmel, seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Das ist der eine Gott, den wir haben. Und alle anderen, zwischen Anführungszeichen, Götter sind keine Götter. Aber die Menschen erheben gefallene Engel, Luzifer, und Symbole, Statuen von Maria und was auch nicht alles zu Gott. Weil Maria zum Beispiel, um nur mal eben ein Beispiel zu nennen, ist inzwischen Miterlöserin. Sie ist Mediatorin, also Vermittlerin, zusammen mit Jesus Christus. Der nächste Schritt ist, dass sie zum Gott selbst erhoben wird oder zur Göttin erhoben wird. Das wird auch noch kommen. Da gibt es ein ganz interessantes Buch drüber. Das heißt Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All. Ich muss mal wieder Werbung machen für meine Videos hier in der Zukunft. Das Buch wird übersetzt von Maximilian, der Romanismus und die Reformation bereits komplett alleine übersetzt hat, und heißt halt auf Deutsch: Die Königin von Rom, die Königin des Islam, die Königin von allen. Da geht es um diese Maria und Maria-Erscheinungen und wie diese Maria, die Himmelskönigin, so wie sie in der Bibel in Jesaja beschrieben wird, und zwar Kapitel 7, meine ich, und 44, in den beiden, einmal in 7 und viermal in 44, diese Himmelskönigin, wie die zur Göttin erhoben wird, um dann zusammen mit dem Vater und dem Sohn der römisch-katholischen Kirche zusammen die Dreieinigkeit des Luziferianismus, des Satanismus, der kommenden Einweltreligion darzustellen. Vater, Mutter und Sohn. Ja. Babylon. Ja. Nimrod, oder Semiramis und Tammuz. Ja, oder zwei große Pyramiden und eine kleine, wie in Ägypten. Ne? Alles oder genau zwei große und eine kleine, ja, hast du ganz recht. Ja, das ist der Punkt eben. Und du hast natürlich schon recht, wenn du sagst, es wäre schön, wenn das hier in Anführungszeichen geschrieben würde, aber jeder, der die Bibel gelesen hat, weiß, dass es nur einen Gott gibt und dass der hier geschrieben steht, der Gott dieser Weltzeit nur aufgrund dessen ist, weil die Menschen ihm die Macht geben. Weil wenn die Menschen ihm die Macht nicht geben, er überhaupt gar keine Macht aus sich selber hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man mal bedenken sollte. Das ist genau wie mit dem Papst. Ja, der hat nur deswegen Macht, weil wir sie ihm geben, nicht weil er sie hat. Ja, er hat ja die Erlaubnis von oben. Was das macht das, ne? Er hat die Erlaubnis von oben, dass wir ihm gehorchen, dass wir so dumm sind und ihn nicht in Frage stellen. Weil wer proklamiert denn heute noch bitteschön in dieser Welt, dass das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist? Ja, umgekehrt hat Eva ihn auch nicht in Frage gestellt. Eva hat einfach ihm geglaubt, ne, im Paradies. Ne?
Ja, gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Wenn wir darüber diskutieren, dann weißt du selber, dann sind wir stundenlang beschäftigt. Das Ja, wollen ja, wir jetzt ja. auch nicht. Ich weiß, dass wir jetzt schon bei einer Stunde sind, aber die nächste Seite würde ich jetzt, auch wenn es ganz, ganz fieses Thema ist, die möchte ich unbedingt zeigen. Ja, Und kannst du zwar ja mal gerne. So weit zu sind den. wir. Wir sind ja gerade mal bei Ja, einer Stunde jetzt drin, glaube ich. genau. So, und da seht ihr jetzt beispielsweise eine ganze Menge Pyramiden. Und das Thema ist jetzt Kennzeichen für Schutzhäftlinge in den Konzentrationslagern. Es ist tatsächlich das, was es draufsteht. Ich kann die Quelle nicht hundertprozentig überprüfen, aber es gibt mehrere Quellen, die davon sprechen, dass die Symbole, die die Gefangenen in den oder die armen Gefangenen in den Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkrieges die getragen haben. Und jetzt guck doch mal, was da für Symbole verwendet worden sind. Ja, das ist diese umgekehrte Pyramide, seht ihr überall. Und das ist in dem Okkulten, ist das auch die Pyramide des Todes. Also da, wenn das Leben zu Ende ist. Ne? Aufsteigendes Leben, absteigendes Tod. Okay? So, und da haben wir beispielsweise auch verschiedene Farben, die dann halt das wieder bedeuten. Das ist natürlich jetzt biblisch was anderes, aber was schwarz bedeutet, ich meine, wenn wir darüber jetzt noch eingehen würden, das haben wir ja, glaube ich, schon oft genug gesagt, dass es eben die dunkle Seite ist, ne? Die dunkle Seite des Mondes oder eigentlich noch besser die dunkle Seite der Pyramide eigentlich darstellt. Ne? Denn was wir auf dem Frontcover haben von Pink Floyd, ist die dunkle Seite der Pyramide. Das ist das, was das Cover aussagt. Ne? Oder eine Pyramide zumindest. Und die dunkle Seite. Von wo? So, und da haben wir beispielsweise jetzt hier dieses Symbol, schwarz würde jetzt hier für Asoziale stehen, ja. Und naja, da kann man sich ja mal seinen Reim zu machen. Und guck mal da, da haben wir eben genau unten drunter in der vierten Reihe auch wieder die Hexagramme, die eben aus den zwei Dreiecken zusammengemixt worden sind, was man hier auch, glaube ich, ganz gut sehen kann, weil das Hintergrundsymbol ist immer irgendwie so braun, bräunlich. Ja, und das Vordergrundsymbol ist dann eben wieder farbig, um zu erkennen, aha, aus welchem Grund ist denn der Mensch jetzt hier? Ja, und ja, das ist da eine Sache, die so, glaube ich, nicht so landläufig Thema ist, vor allem nicht in Deutschland. Wenn man sich damit dann beschäftigt, dann sieht man schon, dass da eine ganze Menge negative Okkultismus damit bei ist, ne? Dass da also Symbole gebraucht werden, wo man die Leute direkt in die Kategorien einsortieren kann. Und eine umgekehrte Pyramide, vor allem wenn sie schwarz ist, zeigt halt einfach an, ja, dass derjenige halt nicht zu den anderen passt, ne? Also asozial ist natürlich ein sehr, sehr weiter Begriff, aber das Problem an der Geschichte ist, ihr seht, guck mal hier, diese Symbole werden auch gebraucht in der heutigen Welt. Und wenn ich dieses Symbol auf dem Plattencover habe, was beispielsweise im Konzentrationslager mal gebraucht worden ist, da ist halt eben nicht so viel mit christlicher Symbolik, ne? Christliche Symbolik, haben wir ja schon mal gesagt, ich glaube in Folge 4, gibt es nicht. Das heißt, alle Symbole, die wir haben, haben irgendeine Bedeutung, die uns verschlossen bleibt. Es kann ja so weit gehen, dass jeder sogar seine eigene Bedeutung hat und nur die Eingeweihten dieser Gang, ja, die wissen dann genau, was es dann bedeutet. Und deswegen haben wir es in dieser Welt so schwer, weil wir immer den Bezugsrahmen sehen müssen, in welchem Rahmen bewegen die sich denn jetzt. Und es hat einen ganz, ganz gewissen Grund, warum die Musikgruppen immer der ägyptischen Mythologie huldigen. Und da kommen wir dann hoffentlich in den nächsten Sendungen mal dazu. Und bevor ich das vergesse, das ist das Gute, dass ich mir noch eine Notiz mache, dieses Hexagramm hat eben im Biblischen oder überhaupt die Bedeutung 666. Das ist letzten Endes die Zahl des Tieres und damit eine absolut negative Zahl. Ja, und 666 deswegen, weil es sechs Flächen sind, sechs Dreiecke sind und sechs Punkte sind, die da miteinander verbunden worden sind. Ja, und da gibt es halt in der Offenbarung des Johannes durch Jesus Christus, gibt es eben da gewisse Bibelstellen, die da halt einfach das aussagen, dass wer die Zahl des Tieres hat, ja, und so weiter und so fort. Und dieses 666 ist beispielsweise im Barcode mit enthalten und in vielen anderen Dingen dann auch. Und 666 ist eine Bezeichnung immer für einen heidnischen Gott, also für einen Baalskult, für Nimrod, für wen auch immer, also eigentlich für Satan. Da gibt es halt eben nichts, was man daran deuten könnte. Und ich finde es jetzt schade, dass wir jetzt nicht mehr die komplette Zeit haben, um jetzt noch die ganzen Bibeltexte hier aufzurufen. Es ist eh schon extremst umfangreich, wenn man jetzt nur wieder eine Stunde über zwei Pyramiden redet. Aber ihr seht schon, wie viel Zeugs da wirklich auf so einem Album da rumschwirrt. Und die Jungs haben es also wirklich mit ägyptischer Mystik. Und warum das so ist, das erfahrt ihr dann in der nächsten Sendung. Ja, und jetzt könnte der Jörg vielleicht entweder den Bibelvers zitieren oder halt ein Schlusswort machen, damit wir jetzt nicht so weit über die Stunde rausreiten. Naja, ich könnte was zum Schluss zitieren, wenn mir jetzt noch irgendetwas Wichtiges einfallen würde. Aber ehrlich gesagt, das Einzige, was mir einfällt, ist diese Videos, die Michael hier vorbereitet hat.
Diese Lesungen sind so vollgepackt mit Informationen, die ja teilweise auch so schnell runterhaspelt, fast schon, was nicht böse gemeint ist, dass man ein wenig Zeit hat, nötig hat, um das mal zu sammeln. Und was ich jedem nur anraten kann, ist, wer es wirklich ernst nimmt, wer es wirklich verstehen will, wie Michael euch warnen will mit dieser Art und Weise, weil Michael tut nichts anderes, als sich hier auf die Zinne der Stadtmauer zu stellen und zu schreien, Warnung, Warnung, ihr werdet belogen, betrogen und beschissen und beraubt von vorne bis hinten. Und um diese Warnung richtig zu verstehen, muss man diese Videos vielleicht zweimal schauen. Und ich kann euch sagen, es ist keine vergeudete Zeit, es ist keine vergeudete Liebesmühe. Schaut die Videos ruhig zweimal, schaut sie dreimal und nehmt Literatur dabei, die das bestätigt, was Michael hier sagt. Und die wichtigste Literatur, die man dabei nehmen kann, ja, da bin ich wieder bei meiner abgedroschenen Phase, ist nun mal die Bibel. Das einzige Buch auf dieser Welt, das wir in Händen halten, das die absolute und unverfälschte Wahrheit beinhaltet. Das wahre Wort Gottes in der 1611 König Jakobus autorisierten Version Bibel oder mit kleinen Abstrichen, was die Übersetzung angeht, in der Schlachter 2000 in Deutsch. Lest eure Bibel. Maranatha. Ja, vielen Dank, Jörg. Schönes Schlusswort, und ich wollte jetzt nochmal ganz kurz auf Offenbarung 13,18, der Satz nämlich, den habe ich gerade noch gefunden, und der heißt, hier ist die Weisheit, wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eine Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Und dieses Hexagramm hat eben die okkulte Bedeutung 666, das könnt ihr überall nachlesen. Da brauchen wir jetzt keine Zeichnung für. Das heißt, wenn man der Nation Israel jetzt dieses Hexagramm als sogenannten, als angeblichen Davidstern unterjubelt, dann deutet das nichts anderes, als dass man der Nation Israel jetzt quasi einen Antigott gibt oder Satan widmet mit 666, der Zahl des Tieres. Und deswegen sind aus diesem Grunde halt nicht nur ganz, ganz viele Israeliten oder Leute, die in Israel leben, sollten auch mal so aus, sehr, sehr unzufrieden und unglücklich damit. Und es hat auch nichts mehr mit dem biblischen Israel zu tun. Das ist nämlich eine ganz andere Baustelle. Also uns wird hier dermaßen viel Sand ins Getriebe gestreut, dass wir das innerhalb von ein paar Minuten gar nicht aufdröseln können. Dafür haben wir Bibelstudien. Und dafür macht der Jörg sich auf seinem Kanal oder seinen Kanälen eine ganze Menge Arbeit, wofür ich ihm sehr, sehr dankbar bin. Und in diesem Sinne möchte ich halt dasselbe halt euch auf den Weg geben. Lest eure Bibel. Und bis zum nächsten Mal. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Ich bedanke mich für eure Geduld. Bis dann. Maranatha.